Neudes Blumenmalerei ist immer wieder faszinierend. Im Gegensatz zu seinen frühen Bildern, wo er ganze Gartenansichten gemalt hat, wechselt er langsam in eine Art Blumenporträtmalerei. Er arbeitet die einzelnen Blüten heraus, er setzt sie in Kontrast, wie hier. Den Rittersporn mit der Silberpappel. Und er versucht, diesen Blumen sozusagen eine fast menschliche Natur zu geben. Dieses Blumenbild hat eine besondere Geschichte. Es war ausgestellt im Kronprinzenpalais der Nationalgalerie, wo Jussi, der Direktor, Räume der lebenden Künstler eingerichtet hat. Das war um 1930. Und dort hing es für 2 Jahre, bevor es dann über Ferdinand Möller an den damaligen Besitzer veräußert wurde. Das Bild ist immer noch im Originalrahmen, den Nolde selber für dieses Bild ausgesucht und geschnitzt hat.